Hallo meine Lieben und willkommen zu einem effektiven Workout, um die Oberschenkelinnenseite gezielt zu straffen. Dieses Workout ist Teil meiner kostenlosen 21 Tage Let's Shred Challenge. Alle Informationen und den kostenlosen Trainingsplan findest du auf meiner Website. Den Link dazu packe ich dir wieder in die Videobeschreibung. Bevor wir loslegen, lass dem Video gerne deinen Daumen hoch da und abonniere den Kanal, um am Laufenden zu bleiben. Solltest du Kurzhanteln zu Hause haben, dann verwende sie für dieses Workout gerne. Außerdem braucht man einen Ball oder einen Polster. Dieses Workout lässt sich aber natürlich auch easy ohne Zusatzgewichte durchbauen. Los geht's mit Sumo Squats. Um die Adduktoren, unsere Oberschenkelinnenseite, gezielt anzusteuern, komm in einen breiten Stand und rotiere beide Füße komplett nach außen und beide Knie schauen dabei ebenfalls nach außen. Beim nach unten kommen, drück dein Becken aktiv nach vorne. Der Rücken bleibt gerade und deine Schultern nach hinten unten gezogen. Halfway there. I forgot how you looked like in rain. I swear I never thought it would matter. Die letzten 10 Sekunden. If I'm gone by now, all my weakness keep on linger on. 3, 2, 1. Sehr gut und absetzen. Weiter geht's mit Low and Slow Slides. Komm dafür in einen breiten Stand. Beide Fußspitzen schauen nach vorne. Von hier aus komm zur einen Seite tief. Setz dich wirklich schön tief rein und slide dann von der einen zur anderen Seite. Dein Po bleibt dabei durchgehend tief und der Rücken gerade. Du darfst die Kontraktion hauptsächlich in der Oberschenkelinnenseite, unseren Adduktoren spüren. Halfway there. Kontrollier die nochmal selber und setz die nochmal wirklich schön tief rein. Sehr gut. 3, 2, 1. Und lösen. Gut gemacht. Für unsere nächste Übung komm in Seitenlage auf die Matte. Ellbogen und Schultern sind in einer geraden Linie. Dein linkes Bein bringen wir über das rechte. Von hier aus heb dein rechtes Bein nach oben an, halte kurz und komm dann erst wieder tief. Das rechte Bein bleibt dabei komplett gestreckt. Am besten machst du deinen rechten Fuß ganz lang, indem du deine Zehen nach vorne schiebst. Bei der Hälfte wechseln wir dann zu kleinen pulsierenden Bewegungen. Sehr gut, wir wechseln jetzt zu kleinen pulsierenden Bewegungen. Schau wirklich drauf, dass du die Kontraktion in der Oberschenkelinnenseite spürst. Und absetzen. Sehr gut. Kurze Pause, bis wir die Seite wechseln und mit dem linken Bein weitermachen. Auch da wieder. Linkes Bein über das rechte positionieren. Bau wieder gezielt Länge im linken Fuß auf. Und wenn du noch mehr willst, dann halt wieder am obersten Punkt, also an der höchsten Kontraktion und atme erst dort wieder aus. Sehr gut, und wir wechseln jetzt nochmal zu kleinen pulsierenden Bewegungen. Und absetzen. Gut gemacht. Komm direkt von der Matte hoch. Mit der nächsten Übung kombinieren wir Sumo Squats und Sumo Squat Pulses. Falls du hast, dann nimm dir dafür wieder dein Kurzhantel. Denk bei den Sumo Squats wieder dran, beide Füße komplett nach außen zu rotieren und deine Knie dabei mitzunehmen. But I'm gonna hold it together. This ain't forever.
Und nur 3, 2, 1. Und wir wechseln jetzt zu kleinen pulsierenden Bewegungen. Komm tief und mach ganz kleine Bewegungen. Sehr gut. Knie bleiben außen und achte auf einen geraden Rücken. 3, 2, sehr gut und absetzen. Leg dein Zusatzgewicht wieder zur Seite und komm auf deine rechte Seite auf die Matte. Dein linkes Bein ist aufgestellt und dein rechtes Bein gestreckt. Von dort aus bring deine linke Hand zum rechten Fuß bzw. zur rechten Fußinnenseite. Versuch die in deine Adduktoren hineinzufühlen und halte am obersten Punkt für einen kurzen Moment. Damit bauen wir noch mehr Kontraktion auf und erzielen die besten Erfolge. Halfway there. Lösen. Gut gemacht. Atme kurz durch und wechsel für unsere nächste Übung die Seite. Selber Bewegungsablauf, nur konzentrieren wir uns diesmal auf die linke Oberschenkelinnenseite. Acht wieder drauf, mit deiner Atmung zu arbeiten und erst am höchsten Punkt der Belastung auszuatmen. 1, go! Wir sind bei der Hälfte, bleib dran. Arbeit wirklich mit deiner Atmung und spür die Kontraktion. Die letzten 3, 2, 1 und absetzen. Sehr gut. Schnapp dafür unsere nächste Übung am Bolster oder einen weichen Ball. Wir starten mit 20 Sekunden Squeeze the Ball, wobei wir dabei unsere Beine zusätzlich nach vorne strecken. Bei der Hälfte wechseln wir zu Freeze the Ball. Ausgangsposition ist unser Hip Thrust. Press deine Oberschenkel fest zusammen und spür die Belastung wieder in der Oberschenkelinnenseite. Und wir wechseln jetzt. Wir bleiben im Hip Thrust. Komm mit deinen Beinen nochmal enger. Press deinen Ball oder deinen Polster fest zusammen. Sehr gut. Aber wenn jetzt alles zittert, halte, halte, halte. Und lösen. Sehr gut. Wir sind bei der vorletzten Übung und bauen nochmal unseren Low and Slow Slide durch, wobei wir diesmal unsere Kurzhantel dazu nehmen. Komm wieder in einen breiten Stand. Fußspitzen schauen nach vorne und setz die tief rein. Sehr gut. Wir sliden von rechts nach links, indem unser Gesäß durchgehend tief bleibt. Rücken bleibt gerade und dein Bauch auf Spannung. Halfway there. Die letzten 10 Sekunden. Setze nochmal tief rein. Sehr gut. 3, 2, 1. Und absetzen. Meine Lieben, wir sind beim Endspurt. Mit der letzten Übung bringen wir unsere Adduktoren nochmal ordentlich zum Brennen. Eine Ehrenrunde quasi. 20 Sekunden Sumo Squats und bei der Hälfte wechseln wir nochmal zu Sumo Squat Pulses. Versuch die nochmal ganz gezielt in deine Muskulatur hineinzufühlen und acht drauf, deine Füße wieder komplett nach außen zu drehen.
Und wir wechseln. Sehr gut. Komm tief und konzentriere dich auf ganz kleine, pulsierende Bewegungen. Knie bleiben außen und dein Rücken gerade. Sehr gut und absetzen. Gut gemacht. Gratuliere. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht und es hat dir gut getan. Wenn es dir Spaß gemacht hat, freue ich mich natürlich über deinen Daumen hoch. Abonniere den Kanal, wenn du am Laufenden bleiben möchtest. Und schreib mir gerne in die Kommentare, welches Workout-Video du dir vielleicht als nächstes wünschst.